Moin, hier ist wieder der Soul-Eye. Willkommen zurück zu The Walking Dead Survivors. Und heute mache ich mal ein Video bezüglich der Erkundung der Welt. Ich will mal ein paar Siedlungsbelagerungen machen, bla bla bla. Und zwar habe ich hier 1, 2, 3, 4, 4 ja, Events offen. Die würde ich gerne mal so ein bisschen durchgehen. Vielleicht hat der ein oder andere ja Probleme bei der Verteidigung der Stadt. Also ich habe hier meine Standard-Formationseinstellungen. Ihr seht das hier. Wir drücken auf Kämpfen. Die Belohnungen sind eigentlich ganz okay. Wir legen mal los. Nö, brauchen wir nicht. Wir greifen an. Oder wir werden angegriffen. So. Dann geht es auch schon los. Da sind sie. Die Halunken. So, komm, gib Gas hier. So. Und da ich hier ein Video mache, lasse ich das Ganze mal zwei durchlaufen. Geht ein bisschen schneller. Und zwar setze ich zuerst ja, die Carol. Wenn ihr die habt, nimmt sie. Die hat diese Boombox. Und wenn die Streuner da die Boombox kaputt machen, dann kriegen sie Schaden. Dann nehme ich Maggie, Billy und den Morgan. Schön ist gut. Und dann warten wir mal ein bisschen. Oh, die kommen ja jetzt schon. Okay, alles klar. Denn... Was macht er denn da? Der läuft ja da. Den Schaden oder was? Kommen wir schnell Rick rauf. Und sie, die ist gut. Die heilt. Das heißt, wenn ihr einen Nahkämpfer hat, der Schaden nimmt, dann heilt sie automatisch. Das zeige ich euch gleich mal. Wenn ich hier mal den Morgen... Was ist denn hier los? Achso, ich habe auch mal zwei eingestellt. Okay, so, hier stellen wir mal die Boombox hin. So, und dann lassen wir mal durchlaufen. Das dürfte man eigentlich easy schaffen, weil so schwer sind die hier eigentlich nicht. So. Was ist hier unten los? Hier ist alles kaputt gemacht worden. Hier auch. Ach, das war schon. Okay, das war die Nummer 1. Gehen wir mal wieder raus aufs Feld und Belohnung abholen. So, ne? Das ist eigentlich ordentlich. Das ist okay. Okay, weiter geht's. Und zwar nehmen wir den Lilan hier. So, wieder gleiche Formation. Angriff. Alles heile machen. Schnell, schnell. Alle in die Häuser. Ihr werdet angegriffen. So, auch hier wieder mache ich mal zwei. Sonst dauert zu lange. So, dann haue ich erstmal den Morgen rein. Und dann die Heilerin. Und dann warte ich eigentlich immer so. Weil eh die Streuner kommen, da dauert ein bisschen. Kommt natürlich darauf an, wie ihr die Stadt gebaut habt. Ne? Also meine habe ich so gebaut, dass die erstmal ein bisschen drum herum laufen und nicht gleich in die Mitte latschen. So. Rick. Maggie. Komm, ich brauche Carol. So. Und du siehst das auch gut, ganz cool. Wegen der Straßensperre. Da laufen ja die Streuner erstmal hin. Kriegen Schaden und eure können von hinten dann immer noch aufballern, ne? Oh, guck mal, der Morgen da ist. Wie heißt er nochmal? Bruce Lee. Er macht sie alle kaputt. Okay. Nehmen wir mal den Billy noch. Mal. Bisschen Musik gefällig. Was? Okay. Ist egal, ich nehme das trotzdem mit rein. Wieso verliere ich hier? Ja, muss ich gleich nochmal machen. So. Kämpfen. Angriff. Und ich sah vorher noch, das ist eigentlich ganz einfach. So. Mal zwei. Gut, ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren. So, was nehme ich denn jetzt? Carol. In der Boombox. Den Shane. Ich packe die mal alle dichter beisammen. Und dann den Morgan. Dann hat gleich die Heilerin. Ich komme jetzt nicht auf ihren Namen. Amy, genau, Amy. So, dann nehmen wir gleich mal Rosita.
So. Und stellen dann, wenn wir können, oder sobald es anwählbar ist, die Straßensperren auf. Aber komm, gib Gas da unten. Das dauert ewig, bis sich das alles voll lädt. So, da einmal. Komm. Gummi. Machen wir eine Nagelbombe von Billy, die war auch schon mal besser. Dann machen wir hinten nochmal eine Straßensperre hin. So. Und dann müssten wir es eigentlich schaffen. Ich bin gewundert, warum wir verloren haben. Das kann aber nicht wahr sein. Naja, hier die dicken Streune da. So, weg ist er. Eine Nagelbombe rauf. So. Den klatschen sie auf weg. Wo sind die anderen? Ah, hier kommen sie schon im Gänsemarsch. Machen wir hier eine Straßensperre hin. 3 Stück sind noch übrig. Jetzt voll easy. Vorhin total, total die dicke Niederlage. So, fortfahren. Wieder hier rauf auf die Fackel und die Belohnung einholen. So. Okay. Welche Stufe bin ich? Bin Sternlevel 8. Diesmal sind es 40. Das erhöht sich natürlich immer. Und ja. Wollen wir noch einen machen? Komm, wir machen noch einen. Wieder gleiche Formationen, gleichen Helden. Angriff. Also ich kann noch keine T9 ausbilden. Hab aber schon Nahkampf, Distanz und Kavallerie. So circa von jedem so 120 T9 Truppen. Manchmal kriegt man die als Belohnung. Aber halt auch nur, wenn man Level 25 Streuner besiegt hat. So, wir machen mal wieder auf mal 2. Und dann haben wir die Carol hier vorne hin. So, den Shane. Komm her, Vic, du kannst auch mal was machen. So. Den Maggie. Den Morgan. Komm rein hier. So. Und natürlich Amy als Heilerin. Oh, die kommen ja jetzt schon. Ich muss mich ein bisschen beeilen hier. Und gibt das hier, Rosita. Eine niedliche Straßensperre. Mein Gott, Alter, das kann wohl nicht wahr sein. Sind die meisten angerannt? Hier stellen wir hier mal eine Boombox hin. Da kommen sie. Gute Straßensperre. Ja, einen ganz guten Schaden gekriegt, ne? Nagelbombe hin. So, kommt hier noch so ein dicker Halunke. Weg mit ihm. Und das war's gewonnen. Sehr gut. Dann holen wir mal uns die Belohnung noch. Kampf-XP. Nee, Entwicklungs-XP. Oh, geil wäre es natürlich, wenn da irgendwann mal Fragmente kommen, ne? Von unseren Helden, die wir brauchen. Das ist ja ein Ding. Also hier, ich habe hier zum Beispiel den Morgen. Let's make this town work. Ne, ihr seht, da brauche ich nicht mehr viele Fragmente, aber ich kann anfunken, wie, weiß ich nicht, bis die Finger glühen. Ich krieg den einfach nicht. Als wenn das Spiel weiß, aha, der ist kurz davor. Nö, kriegst du nicht. Egal, wie viele Tickets du hast, kaufst, bekommst, nix. Krieg immer nur hier. Am meisten habe ich bekommen. Wo ist sie? Kampf. So, hier, Magna. Die kann ich auf Max machen. Also das ist, geht gar nicht. Ich bekomme immer die Helden, die ich nicht will oder die ich nicht brauche. Ne, hier Dwight zum Beispiel. Auch fast voll. Oder hier John. Den kriege ich auch des Öfteren. Aber naja. Wie gesagt, ich brauche immer noch, wie in allen anderen Videos schon gesagt, immer Rick, Shane oder Morgan. Mit Ansage kriege ich die nicht. Wenn ich euch nicht mitnehme oder nicht aufnehme und anfunke, den kriegt ihr auch nicht. Also, ihr habt nichts verpasst. Ne? Okidoki. Das soll es erstmal gewesen sein. Na komm, wir probieren hier nochmal ihn hier. Hä, was? Legendär und so wenig? Dann kann ich mit meiner letzten Truppe hier. Ich hab gedacht, die sind hier special. Special stark.
dass man sie gerade so noch so schlagen kann. Aber wir gucken mal, was wir da für Belohnung kriegen. So. Lauf. Lauf. Ja, die 50 Rubine. Na gut. Ich habe hier zwar noch eine Siedlungsbelagerung, aber ihr seht, das ist total einfach. Außer meine erste Niederlage vorhin da. Weiß nicht, da habe ich wohl nicht aufgepasst. Aber wenn ihr Hilfe braucht bei diesem Event oder Fragen habt oder ihr Themen habt, die ihr angesprochen haben möchtet, worüber ich mal ein Video machen sollte, dann einfach schreibt es ruhig in die Kommentare rein. Und wenn ihr weiterhin Videos haben möchtet und auf den Laufenden bleiben wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ansonsten viel Spaß und bis demnächst. Euer Soul Eye.